Morgen, meine lieben Geschwister, ich grüße euch ganz herzlich und freue mich wieder auf die Verbindung. Ich bin so begeistert von dem Wort Gottes für alles, was Gott uns da offenbart. Und die Auferstehungsgeschichte, das ist die beste Geschichte nach diesen Leidensgeschichten, wo wir durch sind. Es war so schwer, alles, was wir gehört haben, was Jesus auf sich genommen hat. Aber jetzt ist es vorbei. Wir dürfen uns freuen. Jesus ist auferstanden. Alles Schwere ist vorbei für ihn. Aber natürlich, wir wissen, dass das, er hat gesagt, auch wir werden ein Kreuz tragen und auch wir werden leiden müssen um seines Namens willen. Aber er hat uns gesagt, fürchtet euch nicht. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Mit dieser frohen Botschaft dürfen wir heute in den Tag gehen und auch in die Zukunft. Wir sind im Johannesevangelium 20, Vers 8 bis 10. Wir lesen, da ging auch der andere Jünger hinein. Es war Johannes. Sie sind am Gartengrab angekommen. Er als erster, haben wir gelesen, er war schneller, dann der Petrus kam aber hinterher und er ging rein. Er hat keine Angst gehabt, keine Scheu, er war gewagt und die Angst war weg. Der zuerst zum Grab gekommen war, sah und glaubte. Er ging hinein in das Grab, sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann gingen die Jünger wieder heim. Ich habe das Thema überschrieben, er sah und glaubte. Wir segnen dein Wort, Vater, in Jesu Namen. Amen. Ich glaube, dass so nach dem Johannesevangelium ist der Johannes der allererste, der geglaubt hat. Johannes, gerade der, den Jesus lieb hatte. Warum wohl? Ich glaube, Johannes liebte Jesus aus tiefem Herzen. Das ganze Evangelium und auch seine Briefe sprechen davon. Scheint besonderer Jünger, immer wieder schreibt er, liebe Kinder, geliebte Kinder. Oder auch von Jesus schreibt er so viel mit Liebe. Johannes sah nur und wusste. Keine Atmosphäre des Todes oder des Schreckens konnte man spüren. Er ist auferstanden. Welch eine Freude für Johannes, der Jesus so geliebt hat. Ich musste überlegen und überlegen, warum konnte Johannes so schnell glauben? Er wusste genau, Jesus hat mich lieb. Und er wusste genau, ich habe Jesus lieb. In 1. Korinther 13, Vers 7, da lesen wir, die Liebe, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ich glaube, Johannes konnte glauben, weil er liebte. Warum war das bei Petrus nicht so? Ich kann den Petrus auch ganz gut verstehen. Bei Petrus, er hat einen anderen Charakter, ein anderes Gemüt gehabt. Das sind immer wieder Dinge, er ist aufbrausend, er ist emotional. Und solchen Menschen fällt es schwerer zu glauben, Jesus hat mich lieb, egal was ich mache, egal wie aufgewühlt ich bin, Jesus liebt mich trotzdem. Ich bin auch ein bisschen emotional und manchmal habe ich wirklich damit zu kämpfen, Jesus, hast du mich noch lieb? Sie verstanden noch nicht, die Schrift steht hier. Wer kann die Schrift verstehen? Die Schrift ist ja geschrieben durch den Heiligen Geist.
wenn wir ein bisschen die Bibel studieren oder über die Bibel, dann wissen wir, die Bibel hat 66 Bücher. Und das haben Menschen geschrieben in einer Zeitspanne von 1300 Jahren. Die Menschen sind sich nie begegnet. Das sind verschiedene Menschen wie Moses oder der Josua. Dann gibt es also viele, viele Schreiber. Der Samuel hat 2 Bücher mindestens geschrieben. Der David hat viele Psalme geschrieben und so weiter und so weiter. Das Neue Testament, das ist ganz weit weg. Wie viele tausend Jahre sind rum? Und deshalb, weil der Heilige Geist überall dabei war, deshalb brauchen wir heute den Heiligen Geist, um das Wort Gottes zu verstehen. Damals haben die Jünger den Heiligen Geist noch nicht gehabt. Jesus war noch auf dieser Welt und deshalb konnte er ihnen den Geist noch nicht schicken. Aber er hat gesagt, es ist gut für euch, dass ich gehe, denn wenn ich nicht gehe, kann der Heilige Geist nicht kommen zu euch. Und als der Heilige Geist gekommen ist, wir wissen aus der Apostelgeschichte, da haben sie das Wort Gottes verstanden. Ach, warum haben wir das damals nicht verstanden? Er hat es doch uns gesagt. Er hat es uns vorausgesagt. Jesus hat ihnen diese Voraussagen 3-4 Mal gemacht, ganz sicher. Und hat gesagt, des Menschensohn muss leiden. Er wird umgebracht von den Führern von Jerusalem, von den Juden. Und die haben das mit den Ohren gehört, aber sie haben es nicht begriffen. Und später in einem anderen, in Lukas Evangelium, lesen wir, die Frauen, die zuerst Jesus gesehen haben, sie kamen und haben gesagt, Jesus ist auferstanden. Und sie, es kam ihnen vor wie Märchen. Und später hat Jesus sie gerügt und hat gesagt, warum habt ihr nicht geglaubt? Warum habt ihr so verhärtete Herzen? Ja, die Herzen sind verhärtet bei Menschen, die nicht glauben können. Und ein Herz, wie wird ein Herz verhärtet? Zuerst wird es verletzt. Wir wissen heute, es gibt viele Kinder, die werden missbraucht oder schikaniert, gemobbt oder was auch immer, im Kindergarten, in der Schule, manche schon zu Hause. Und so will dann ein Kind sich schützen und es verschließt sein Herzchen. Und dann wird es mit der Zeit hart. Und wenn dann ein Schicksalsschlag kommt, dann zerbricht das Herz. Und deshalb sagt die Bibel, Gott will diese zerschlagenen Herzen heilen. Und es ist gut, wenn wir unsere zerrütteten und verhärteten Herzen zu ihm bringen und sagen, Herr, nimm den Stein raus, gib mir ein fleischernes Herz. Das ist versprochen. In den Propheten hat Gott darüber gesprochen, ich will das steinerne Herz herausnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ein fleischernes Herz, das kann pulsieren, es kann fühlen, es kann arbeiten. Das bringt göttliche Ordnung in den ganzen Körper. Und deshalb, wir dürfen mitentscheiden, wenn wir sagen, Jesus, hier ist mein Herz. Bring es in deine göttliche Ordnung. Alles, was verhärtet ist, was verletzt ist, nimm das weg, heile mich. In diesem Fall glaube ich auch sehr wichtig, dass wir vergeben. Menschen, die uns verletzt haben, dass wir vergeben, dass wir uns einfach lossagen, lossprechen von diesen Verletzungen, weil das ist oft wie ein Strick. Und kaum denken wir an diesen Menschen oder an diese Situation, dann reißt schon wieder die Wunde auf und es tut weh. Es ist gut, wenn wir vergeben und abschneiden diese ungöttliche Seelenbindung. Ja, Johannes hat geglaubt und sie gingen dann nach Hause. Und sie wussten, jetzt muss man abwarten.
was kommt danach. An diesem Tag hat sie noch manche Überraschung. Wartet auf sie noch einige Überraschungen. Ja, wir lesen nächstes Mal über die Maria. Sie war anders, sie hat nicht aufgegeben. Männer und Frauen sind so verschieden, aber gemeinsam dürfen wir das Reich Gottes bauen und jeder sein Puzzleteil in Anspruch nehmen oder den Platz einnehmen, und so ergeben wir ein großes Ganzes, das wunderschöne Jerusalem, das neue Jerusalem, das wir gemeinsam bauen. Jeder von uns ist ein lebendiger Stein, der vielleicht schon durchs Feuer gegangen ist oder geschliffen wurde, was alles das Leben mit uns schon gemacht hat. Aber wenn wir eingebaut sind in die Gemeinde, in das wunderschöne Reich Gottes, dann glänzen wir und es wird ein wunderschönes Ganzes. Ja, in dem Sinne möchte ich euch verabschieden oder mich verabschieden und sagen, seid gesegnet. Shalom in Jesu Namen. Amen. Bis zum nächsten Mal.